Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute habe ich eine Bastelidee für euch und das sind so diese großen Glöckchen. Die sind aus Plastikschüsseln gemacht. Die sind richtig schön groß. Super fürs draußen dekorieren zu Weihnachten oder für den Tisch oder als großer Dekoobjekt. Kann man natürlich je nach Größe noch größer machen. Die Idee habe ich auf YouTube entdeckt und wollte das auch unbedingt ausprobieren. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Und eins habe ich einfach so gelassen, so wie das ist. Und anderen habe ich ein bisschen hier von oben mit Bändern und Schleifchen dekoriert. Die kann man natürlich auch beleuchten. So sieht das ja mit einer Lichterkette drin aus. Die, wenn man die zum Beispiel nicht zusammenklebt, sondern einfach aufeinander steckt oder ein kleines Löchlein unten macht und darunter dann die Lichterkette schiebt und die einfach stehen lässt oder so, damit man dann diesen Adapter für die Batterien hinten lässt, die man nicht sieht, dann kann man die natürlich auch wunderschön leuchten lassen. Also die Idee finde ich total super und die ist total günstig, die Idee. Weil Material ist ja total günstig ist und Arbeitsaufwand ist auch sehr, sehr gering. Ja, und gleich zeige ich euch, wie ich das gemacht habe und was ich dafür gebraucht habe. Und dafür habe ich zuerst solche Plastikschüsseln gekauft. Diese Suppentellerschüssel. Die sind ja perfekt dafür. Und mit einer Schablone habe ich die selbst gemacht. Habe ich zuerst mit einem Stift, das ist diese Permanent Maker, abgepaust, damit ich dann später noch schwarz ausmalen kann. Genauso wie Sterne. Dafür habe ich dann so einen Stern als Schablone benutzt. Und das werde ich dann so versetzt mit Heißkleber kleben oder mit einem Alleskleber oder Sekundenkleber. Das geht natürlich auch. Aber zuerst werde ich dann Sterne und diese Löcher sozusagen mit dem Permanentmaker ausmalen. Und dann habe ich ja auch schon so ein Kordel gemacht und den wird dann auch hier geklebt mit Heißkleberpistole, damit ich das auch aufhängen kann. Am Rand werde ich dann auch noch ein bisschen mit Permanentmaker so drüber gehen, so als Farbtupfer. Und dann kann man das schon ein bisschen ausmalen. Ausmalen? Ausmalen haben wir schon. Ein bisschen ausschmücken, ein bisschen oben, damit es dann nicht so nackt ist. Und Suppenschüssel ist 14,5 cm Durchmesser und Gesamtgröße hat dann die Glocke auch so um die 13,5 cm groß ist die Glocke selbst. Also richtig schön groß. Und wie gesagt, es kommt natürlich auf die Größe von den Schüsseln an. Man kann ja auch Salatschüssel nehmen oder so in Weiß. Sind die ja auch dafür perfekt. So, ich bin fertig. So sehen meine Glöckchen aus. Also der hier ist ja ohne Deko. Und den hier habe ich ein bisschen von oben mit Schleifchen und Bändern und Perlenketten und ein paar Tannenbaumkugeln habe ich die ein bisschen dekoriert. Also das ist ja natürlich Geschmackssache. Man kann die auch so lassen oder so lassen. Aber mit dem Ergebnis bin ich total zufrieden. Habe ich mir doch nicht gedacht, dass die dann doch so schön werden. Und diese Schablonen hier, also die habe ich ja ausgemalt mit einem Permanentmaker. Aber die kann man ja auch natürlich aus Papier ausschneiden und die einfach kleben. Das geht natürlich auch. Oder diese Sticker, wenn man die in Schwarz vielleicht findet oder dunkelgrau oder so, die kann man natürlich dann auch aufkleben. Aber mit diesem Permanent Maker, das geht wunderbar auf Plastik. Das bleibt ja auch
Sehr schön. Das Einzige, was ich doch anders machen würde, zum Beispiel die Teile miteinander vielleicht dann doch mit Sekundenkleber kleben, weil wenn man das ein bisschen zögert oder es ein bisschen sich verfehlt hat sozusagen, dass das dann ein bisschen sich verrutscht oder so, dann ist das natürlich schon kleberfest oder Kleber ist schon sozusagen trocken und da kann man gar nicht kleben. Deswegen Heißkleberpistole würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen dafür. Also Sekundenkleber würde ich dann eher bevorzugen als Heißkleber. Ja, aber sonst, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Und wenn man die zum Beispiel nicht aufeinander klebt, sondern nur drauf steckt, kann man natürlich so eine kleine Lichterkette rein packen und dann leuchten die auch wundervoll. Also das kann man dann auch machen. Ich habe dann zum Beispiel so ein Loch unten hier, weil ich eigentlich diese Schüssel für was anderes haben wollte. Deswegen hatte ich ja auch schon da ein Loch. Und da habe ich jetzt einfach so diese kleine Lichterkette reingesteckt und dann leuchten sie auch wundervoll. Also die finde ich total super. Die kann man natürlich so als große Dekoobjekte drinne haben oder draußen im Garten oder Balkon dekorieren, finde ich total klasse. Die sind richtig schön groß und mit diesen Plastiksuppenschüssel ist natürlich total günstig. Also da kann man wirklich nicht meckern. Also die Idee fand ich total super, habe ich ausprobiert, funktioniert tatsächlich wunderbar und ich bin total zufrieden. Ja. Also das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.